Herzlich willkommen zum Farm Up Talk, der Podcast von Mein Hof, Mein Weg als Inspiration für Innovation für die Farm-Up-Szene in Österreich. Wir beschäftigen uns mit Zukunftsthemen für die Land- und Forstwirtschaft. Mein Name ist Veronika Bluhner und ich spreche heute mit Hanni Rützler über Ernährungstrends. Herzlich willkommen, Hanni. Danke, Veronika. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hanni Rützler ist Gründerin und Leiterin des Future Food Studios. Sie ist die führende Foodtrend-Forscherin in Europa. Seit über 25 Jahren erforscht die Autorin des Food Reports die Gegenwart und Zukunft unserer Esskultur und teilt ihre Erkenntnisse in Vorträgen, Publikationen und Beratungsprozessen. Sie versteht es, nachhaltige Foodtrends von kurzfristigen Moden zu unterscheiden. Und sie versteht es, die Gründe für den Wandel der Esskultur zu analysieren und verständlich zu machen. Danke, dass du uns heute als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehst. Gerne. Der Food Report 2023 ist bereits erschienen und feiert mit der 10. Ausgabe ein Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dazu. Danke. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es einmal war, steht auf einer deiner ersten Seiten. Du beschreibst zu Beginn die aktuelle Situation als eine Zeit der multiplen Krisen. Nach 2 Jahren Corona folgte der russische Angriffskrieg. Wir erleben momentan starke Preissteigerungen und in schwächeren Ländern ist mit Hungersnöten zu rechnen. Du schreibst, dass Unternehmen Robustheit, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit benötigen. Im Food Report gehst du auf Foodtrends ein und du möchtest diese für Akteurinnen der Foodbranche als Tool nutzbar machen, damit bessere Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden können. Du hast die verschiedenen Trends nach thematischen Clustern gebündelt. Welche Trends soll die heimische Landwirtschaft am meisten im Fokus haben, wenn es um eine gesicherte Zukunft gehen soll? Bevor wir diese Frage beantworten können, glaube ich, müssen wir diesen Wandel, den aktuellen, einfach nochmal in ein größeres System einordnen, damit wir wissen, wo wir uns eigentlich aktuell bewegen, weil Zukunft braucht Herkunft. Und wir reden bei Trends über zukünftige Entwicklungen und es ist ganz wichtig, einfach zu schauen, wo stehen wir aktuell und wohin schaue ich eigentlich, wenn ich über Zukunft nachdenke. Und an der Stelle, glaube ich, ist es ganz wichtig, einfach zu sehen, dass wir eigentlich im Moment nicht in bewegten Zeiten uns bewegen, sondern wirklich in Zeiten des Wandels. Wir haben nicht nur einen Wandel im Food-Bereich und ich spreche lieber vom Food als vom Ernährungsbereich, weil der Begriff Food im Englischen eben auch das Thema Speisen, Mahlzeiten, Kochen, Esskultur inkludiert und Ernährung häufig ganz stark mit Gesundheit, Nährstoffen und Naturwissenschaft assoziiert ist. Deswegen ist der Food-Begriff für mich einfach ein bisschen weiter. Leider gibt es da keine direkte Übersetzung. Das ist dann immer ein ganzer Satz, um dieses Thema einzufangen. Aber das heißt, wir haben einen großen Wandel im Food-Bereich, wir haben aber auch einen Energiewandel, wir haben einen Transportwandel. Im Moment shiften ganz viele Bereiche und ich glaube, wir befinden uns aktuell wirklich in Zeiten des Wandels, wo es kein Zurück mehr gibt. Und ich würde sagen, wir sind sozusagen im Übergang von einem spätindustriellen Zeitalter in ein neues Zeitalter, ob das jetzt Wissenszeitalter heißt oder wie auch immer. Ich glaube, es geht nicht mehr um schnelles Wachstum und um Produktivität, sondern es geht um Resilienz. Und wir sehen sehr schön beim Klimawandel, das sind einfach Folgen unseres Verhaltens als Menschen auf der Welt. Ich glaube, wir haben noch nicht ganz verstanden, dass wir Teil dieser Natur sind und lernen müssen, uns auch als Teil dieser Natur zu verstehen. Also die Natur wird unberechenbarer und wir müssen lernen, hier agieren zu können. Und das verschiebt Werte, das verschiebt Orientierungsgrößen. Da geht es also wirklich um eine neue zukünftige
Ausrichtung, also so eine Adaption auf komplexere interagierende Systeme. Und wir schauen immer gerne auf Wachstum und Produktivität, aber es geht eigentlich um Erneuerbarkeit, um Wohlstand. Nicht mehr nur um Eigentum, sondern um Zugang. Und auch nicht mehr um nur Kunden und Käufer und Produzenten, sondern um Netzwerke von Anbieter und Nutzer. Also ich glaube, da sind wirklich viele, viele Ebenen des Wandels, die im Moment passieren. Die werden auch noch Jahrzehnte dauern, aber angeschoben aktuell durch die sehr massiven Krisen kann es viel schneller gehen, als es hätte evolutionär gehen können, aber es erscheint mir im Moment eher revolutionär. Wenn wir als Landwirte, wir erleben natürlich diese Krise auch selbst, also auch die Landwirtschaft unterliegt einem enormen Wandel. Wenn wir das Ganze vereinfacht denken und sagen, wo könnten wir ansetzen, um diesem Wandel gerecht zu werden? Welche Produkte sollen wir produzieren, beziehungsweise in welcher Verarbeitungsform sollen wir sie anbieten, um hier den künftigen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden? Das wäre jetzt ein Fokus auf den Endkonsument, den Kunden. Der ist aber Teil dieses ganzen Systems. Die Frage ist für mich nicht nur, wie kann ich dem Kunden gerecht werden, sondern wie kann ich als Landwirtschaft, als Landwirt, als Landwirtin zukunftsfit bleiben. Was heißt Landwirtschaft in Zukunft unter diesen neuen Voraussetzungen? Was bedeutet steigende Energiepreise? Was bedeutet Bodenqualitätsschwankungen? Was bedeutet Klimawandel für die Zukunft der Esskultur? Also wir haben im Moment einerseits hochgradig effiziente Elemente und gleichzeitig merken wir, dass sie sehr zerbrechlich sind. Die Krisen haben auch so Sollbruchstellen in den ganzen Lieferketten gezeigt, uns Abhängigkeiten vor Augen geführt. Sie haben uns gezeigt, dass man überlegen muss, mit wem man kooperiert, weil diese Geldflüsse auch unterschiedliche Systeme fördern. Wir sind einerseits hochgradig produktiv und gleichzeitig ist es aber auch sehr brüchig. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir sind sehr fantasielos, weil wir gerne mehr vom Gleichen machen und das immer effizienter. Und wenn man aber eine andere Brille aufsetzt, dann kann man auch sehen, dass es hochgradig innovative Elemente gibt. Also wir haben im Moment so beides gleichzeitig. Und als Trendforscherin schaue ich natürlich immer auf Lösungen. Also Food Trends sind für mich immer Antworten auf aktuelle Wünsche, Probleme, Sehnsüchte, die sind sehr kulturspezifisch. Aber was fast weltweit in den letzten 2-3 Jahren sichtbar wurde, war sozusagen ein neuer, liebevoller Blick auf die Region. Weltweit hat man in der Krise geschaut, wie kann man die Region unterstützen, was gibt es in der Region. Das ist eigentlich ein uraltes Thema, nichts Neues für die Landwirtschaft. Und trotzdem erfindet sich dieses Thema immer wieder neu. Aktuell geht es einerseits darum, auch die Glokalisierung neu aufzusetzen. Glokal ist sozusagen die Wortfusion aus global und lokal. Wir wissen, dass auch die Landwirte hochgradig vernetzt sind und Teil eines weltweiten umspannenden Systems. Stichwort Futtermittel, Stichwort Düngemittel, Stichwort Wirkstoffe, Nährstoffe. Stichwort Märkte, Stichwort Preisentwicklung. Und auch da geht es sozusagen darum, nochmal zu schauen, was brauche ich in der Region, was brauche ich national, also was brauche ich im Bundesland, was brauche ich in Österreich, was brauche ich innerhalb der EU. Wie können wir uns weltweit neu aufsetzen? Wie kann ich sozusagen die Abhängigkeit von Düngemitteln reduzieren? Wie kann ich mich so aufstellen, dass ich nicht mehr so energieaufwendig arbeite? Wie kann ich schauen, dass ich mehr Eigenmittel einsetzen kann und nicht so viel Fremdmittel finanzieren muss? Also hier geht es um Resilienz. Und Jeremy Rifkin hat ein Buch herausgegeben zum Thema Zeitalter der Resilienz.
Und da sind ganz wunderbare Gedankenanstöße dabei, wo einfach reflektiert, wie kommen wir raus aus diesem industriellen Zeitalter, das einfach ganz stark auf Effizienz, ich sage jetzt mal sehr salopp, schneller, billiger, mehr geschaut hat. Das sind die Kriterien, die einfach im Weltmarkt dominant sind und wo man sich mehr oder weniger versucht auszurichten. Und dieser einseitige Fokus auf die Effizienz führt aber auch dazu, dass wir die Folgen gerne ausblenden und auch die Kosten ausblenden. Also da geht es dann eben um die Degradierung der Böden, da geht es um Tierleid, da geht es um Abhängigkeiten, da geht es um ganz viele Themen, die der Preis dafür sind. Und diesem Fokus auf Resilienz und Stärkung der Regionalität, das betrifft natürlich die Landwirtschaft ganz massiv, aber auch die Konsumenten und alle Strukturen dazwischen. Das war jetzt der Blick auf das System, wie sich das System verändern muss oder anpassen muss. Legen wir im nächsten Punkt unseren Fokus auf die Produkte. Wo können wir ansetzen? Wo können wir Produkte weiterdenken? Wo müssen wir unsere bisherigen Denkweisen überarbeiten? Wenn wir uns Österreich anschauen, dann sind wir historisch betrachtet, waren wir jahrhundertelang eine Getreidemilchlandschaft. Das hat mit dem alpinen, voralpinen Raum zu tun. In den letzten Jahrzehnten, ich würde sagen 60er, 70er Jahre, wurde es so richtig spürbar, ging aber der Fokus eindeutig in Richtung Fleischproduktion. Das heißt, die Fleischproduktion hat sich enorm professionalisiert, industrialisiert und einher ging ein Preisverfall beim Fleisch. Fleisch war in unserem Kulturraum und darüber hinaus immer was Rares, Edles, Teures und ist sozusagen 60er, 70er, 80er Jahre zu einer, von der Festtagsspeise zu einer Alltagsspeise geworden. Man spricht auch gerne von einer Demokratisierung des Fleischkonsums, weil sich plötzlich jeder leisten konnte. Und um die Jahrtausendwende haben wir dann gesehen, dass der Wandel der Arbeitswelt sich auch sehr deutlich auf das Essverhalten niederschlägt. Es war so die Zeit, wo die Mahlzeitenstruktur so ein Schiff gemacht hat, die Hauptmahlzeit von der vom Mittagsschwerpunkt Richtung Abend gerutscht ist für große Teile der Gesellschaft. Das war auch familiär die gemeinsamste Mahlzeit. Da sieht man sozusagen, wie viele Kräfte auch so Esskultur verändern. Die Arbeitswelt ist hier ganz mächtig. Aber wir haben auch gesehen, das war so ein Zeitpunkt, wo wir auch Teile der Gesellschaft schon Peak Meat erreicht haben, wo sozusagen der Fleischkonsum gesättigt war. Wo Teile der Gesellschaft schon angefangen haben, ihren Fleischkonsum zu hinterfragen. Es waren auch kurz drauf der Zeitpunkt, wo das Thema vegan erstmalig die Titelblätter erobert hat und den Finger auf einen wunden Punkt unserer Esskultur gelegt hat, nämlich auf die Art, wie wir Tiere halten, füttern, töten. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass wir Tiere hier einfach als Betriebsmittel sehen, als wie Schrauben, als nicht mehr als Wesen, sondern als Ressource. Und im Lebensmittelüberfluss ist sozusagen eine neue Generation herangewachsen, die das kritisch betrachtet und sieht und reflektiert und aufschreit. Und angeschoben auch durch die Gesundheitsdebatte, aber vor allem durch den Klimawandel, ist sozusagen das Fleisch ganz stark ins Zentrum gerutscht und wurde sozusagen kritisch hinterfragt. Und hier wurden sehr fundamentale Fragestellungen offenbar. Im Sinn von, darf man Tiere töten? Dürfen wir als Menschen Fleisch essen? Wie viel ist gut? Welches Fleisch ist gut? Also das sind hochgradig ethische Themen. Und
manchmal hatte ich den Eindruck, dass wir die ganzen ethischen Themen der Gesellschaft über das Essen abhandeln. Das ist sozusagen der einzige öffentliche Diskurs, wo über Ethik intensiv diskutiert wird. Und diese Diskussion, was ist richtig, was ist gut, wie viel ist gut, die hält an und wird mit unterschiedlichen Tempi in der Gesellschaft auch wahrgenommen. Sehr deutlich im Supermarkt in den letzten Jahren war der Anstieg von alternativen Proteinen, die Alternativen von Fleisch und Fleisch und Fleischprodukten, aber auch Milch. Inzwischen gibt es auch sehr viele, also die erste Generation an Fischersatzprodukten, auch Eiersatzprodukten. Produkte, die so tun wie die tierischen Originale, nur auf Basis von pflanzlichen Produkten. Und dieser Wandel, der sich hier zeigt, ist ein massiver und ein nachhaltiger. Hier geht es eigentlich darum, wie viel Fleisch ist richtig und wie viel braucht es. Und das wird aktuell ganz neu aufgesetzt weltweit. Hier werden unendlich viele Gelder in Forschung investiert, in neue Konzepte von Lebensmitteln. Also tendenziell gibt es einerseits diesen Bereich Plant-Based Food, also die ganze pflanzlichen Ersatzprodukte, das sind vor allem Hülsenfrüchte, das ist Soja, aber zunehmend auch Erbsen, die im Moment ganz rasant zunehmen, also Hülsenfrüchte im weitesten Sinne hochgradig verarbeitet. Aktuelle Studien sagen, es dauert noch knapp 10 Jahre, bis diese Produkte sensorisch praktisch auf dem Niveau des tierischen Originals sind. Das heißt, die Kopie ist dann kaum mehr vom Original zu unterscheiden. Bei einigen Produkten hat man jetzt schon das Gefühl, wenn man es ganz spezifisch in einem Temperaturbereich vergleicht, sind die schon wahnsinnig nah am Original, da ist sehr viel passiert. Dann haben wir noch die ganzen Cell-Based Produkte, also in vitro, wo sozusagen aus tierischen Zellen unter Laborbedingungen die Zellen vermehrt werden. Da haben wir eine Zulassung in Singapur, in Israel kann man es auch schon essen, in den USA ist die Zulassung im Gang. Heuer wird es sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, also nächstes Jahr ist damit zu rechnen, dass es in den USA zugelassen wird. In China steht es auf dem 5-Jahres-Plan, das sind also sehr massive internationale Entwicklungen. Dann gibt es noch die ganze Präzisionsfermentation, also Microorganism-based, auf Basis von Mikroorganismen, die dann spezifische Inhaltsstoffe bauen. Also auch hier Hightech am Puls der Zeit. Und die vierte Ebene bei den alternativen Proteinen ist aber auch ganz unter Anführungszeichen normale tierische Nahrungsmittel, aber mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Das heißt, bei Rindern zum Beispiel eben nur Grünfutter. Auch hier zeichnet sich sozusagen ein langfristiger Wandel ab. Es wird nochmal neu verhandelt, wie sich der Proteinmix der Zukunft zeigen wird. Wir haben jetzt da den Produktionsbereich betrachtet. Gehen wir noch einmal ein bisschen konkreter rein ins Thema und schauen uns an, welche Produkte sollen die Landwirte genau produzieren? Vielleicht können wir das Ganze ein bisschen konkretisieren, beziehungsweise in welcher Form anbieten für den Konsumenten? Also ich glaube, hier muss man nochmal schauen, was macht die Region? Was sind die Voraussetzungen? Wo sind Stärken und Schwächen? Also es gibt nicht die Lösung für alle, sondern man muss sehr spezifisch hinschauen. Und was passt zum Unternehmen? Ja, also es gibt ganz spannende Entwicklungen, die ich unter dem Begriff Local Exotics versucht habe einzufangen. Das sind hochgradig innovative Unternehmen, die sich auf ganz neuen Terrain bewegen, die sozusagen Nahrungsmittel anbauen, die es bei uns traditionell nicht gibt, die aber durch den Klimawandel auch super spannend sind und ein großes Zukunftspotenzial haben, ob das jetzt Bio-Erdnüsse aus Niederösterreich sind oder Reis im Burgenland oder Artischocken. Da gibt es auch Zitrusfrüchte oder Wildobstsorten, die früher eigentlich nur privat gesammelt wurden und jetzt sozusagen auch professionell angebaut wurden.
oder auch viele Obstsorten, die plötzlich bei uns auch viel besser überwintern können und gute Erträge haben. Also da tut sich auch durch den Klimawandel sehr viel. Ganz spannend finde ich auch das Thema der Wintersalate. Also dass sozusagen in einem Land, wo man dachte, der Winter ist das halbe Jahr und kalt und es braucht Glashäuser, gibt es große Bereiche, wo man ohne Glashaus Wintersalate ziehen kann. Ich finde es ganz spannend, dass man da ernten kann im Winter, dass der Salat einfrieren kann und wieder auftaut und einfach weiter wächst. Da tut sich in der Forschung sehr viel, da ist ein enormer Know-how-Zuwachs. Und diese Akteure, die sich so innovativ in ganz neue Welten einlassen, stärker zu vernetzen, sichtbarer zu machen, um einfach Mut zu machen, was Neues auszuprobieren, das sind dann Nischen. Und dann ist die Frage, wie finden dann diese Produkte den Markt? Das ist ein komplexes Thema, aber hier gilt es ganz stark auch nochmal das Thema der Netzwerke, der regionalen Netzwerke neu zu denken. Hilfreich ist hier auch die Suche nach neuen Kooperationspartnern, ob das jetzt die Gastronomie ist. Wichtig wäre, dass es dann sozusagen ein Zusammenschluss ist, ein regionaler und nicht nur ein Wirt. Das kann hilfreich sein am Anfang, aber es muss einfach wachsen können. Man muss sich sozusagen mehr als Netzwerk begreifen. Da können die Kammern ganz stark mithelfen, abzupuffern, Nachfrage und Bedarf, das Bewusstsein zu schaffen. Und oft ist es auch ein Kommunikationsproblem. Viele Akteure entlang der Kette sind es einfach gewohnt zu bestellen, was sie jetzt brauchen und sind es nicht gewohnt, längerfristig zu planen und sich auf Unregelmäßigkeiten einzulassen. Das war ja jetzt auch ein großes Problem in der Krise während Corona und die Lockdowns, wo plötzlich diese Ketten nicht mehr funktioniert haben. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass das immer wieder so sein wird. Und da hilft sozusagen im Netzwerk, gemeinsam das Thema anzugehen, um die regionale Resilienz zu fördern. Also ich glaube, wir haben sehr viele große Netzwerke, aber hier braucht es regional viel mehr Antworten und die Kooperation. Das kann dazu führen, dass wenn man sich sozusagen spezialisiert, ob das jetzt Pilzproduktion ist, wo aktuell nicht nur der Pilz, der Fruchtkörper an sich produziert wird, sondern auch ganz spannend das Myzel, das ja viel größer ist als der Fruchtkörper, der oben sichtbar wird. Im Moment wird auch sehr viel experimentiert, um das Myzel zu verarbeiten, was natürlich auch ein spannendes Thema ist. Also hier tut sich sehr viel, auch so mit ganz neuen Ressourcen, auch Algen. Wir haben ja auch sehr viel Seen und Wasser, viel zu wenig Fisch, auch das ist ein riesiger Markt. Auch hier gibt es ganz neue Konzepte von Circular Economy, Aquaponik-Konzepte. Gibt es einige wenige in Österreich, war sehr erfolgreich. International tut sich da sehr viel, auch Indoor Farming. Ich glaube, man muss wirklich schauen, was gibt es, was braucht die Region, was sind die Stärken der Region und wie kann man auch die regionale Entwicklung nochmal neu denken. Also Local Exotics versucht sozusagen aufzuzeichnen, was sich da alles tut. Wir haben auch Kurkuma und Wasabi und sehr erfolgreich auch Ingwer, der in Teilen Österreichs sehr gut wächst und der zum Beispiel auch sehr wertschätzend vom Lebensmittelhandel aufgegriffen wurde, weil es einfach sensorisch ganz tolle Qualitäten sind. Der Lebensmittelhandel ist natürlich hier ein ganz mächtiger Partner, der mächtigste Partner überhaupt, vielleicht auch der mächtigste Player im ganzen Lebensmittelbereich. Aber der Lebensmittelhandel braucht natürlich große Mengen, hat logistisch ganz klare Prioritäten und für Innovation bin ich mir nicht immer sicher, dass der Handel der richtige Partner ist. Der Handel erwartet einen schnellen Umschlag, schnellen Erfolg. Das ist in der Stadt viel leichter als am Land. Das erhöht den Druck auf die Effizienz sehr schnell. Und dieser Kulturwandel braucht Zeit und neue Netzwerke. Es gibt immer Teile der Gesellschaft, die hier innovativer und offener sind und die sind in der Stadt natürlich leichter zu finden und auch in der Stadt entstehen hier viel spannender und schneller die Netzwerke. Das heißt, Netzwerk ist ein mächtiges Tool und der Austausch. Und ganz wichtig, gerade bei diesen neuen
Produkten, neuen Themen, neuen Einsatzgebieten von Ausgangsprodukten oder Teilen davon, ist natürlich die Forschung, auch zum Thema Sorten- und Artenvielfalt. Da sind wir wahnsinnig abhängig, da gibt es sehr wenig Entwicklung und Forschung und auch juristisch ist es ganz schwierig. Also das sind dicke Bretter, die es hier zu bohren gilt. Aber ich glaube, mit diesem Local Exotic kann man sehen, dass hier sehr viel Wertschöpfung zu finden ist. Und das sind so Themenbereiche, wenn man mit den Produzenten spricht, die gestalten Zukunft, die wollen hier sozusagen wirklich auch einen Wandel anschieben und die kriegen auch sehr viel Wertschöpfung und Anerkennung. Und manche Produkte landen im Supermarkt, aber der Großteil landet in Netzwerken und die wachsen. Und da braucht es ein bisschen einen langen Atem, aber das sind einfach Möglichkeiten, um langfristig den eigenen Betrieb viel stabiler aufzustellen. Also du sagst, wir brauchen neue Netzwerke, vielleicht auch einfach neu gedachte Netzwerke, neue Sorten. Wie schaut es aus? Und Kooperationen mit anderen Berufsgruppen, mit anderem Know-how. Ja. Also die bäuerlichen Netzwerke untereinander sind ja extrem stark. Ich kenne kaum eine Berufsgruppe, die so durchorganisiert ist wie der bäuerliche Raum. Aber was mir persönlich hier viel zu kurz kommt, ist die Kooperation mit angrenzenden Berufsgruppen. Innovation passiert meistens an den Grenzen zu einer anderen Disziplin. Und Innovation muss man aushalten, weil im Sinn von, muss man sich erlauben, auch in so ein Vakuum einzutauchen, wenn man noch nicht weiß, was es ist. Man kann es nicht immer gleich konkret machen, man muss einfach schauen und sich einlassen und ausprobieren und diskutieren und sozusagen sich erlauben, neu zu denken. Und da braucht es oft einen anderen Blick auf die Ressourcen und auf die Möglichkeiten. Und dann ist es möglich, auch neue Lösungen zu finden für Zukunftsängste. Ich habe den Eindruck, im landwirtschaftlichen Bereich gibt es viele Zukunftsängste, weil man nur weiß, was nicht mehr geht. Aber es ist anfangs auch ganz schwierig auszuhalten, dass es nicht gleich eine Lösung gibt, sondern dass es ein Prozess ist. Und das ist schon Teil des Wandels. Ich würde sagen, das erste Drittel ist das mächtigste Drittel, dass man sich einfach erlaubt, mit diesen Ängsten einfach weiterzugehen und wahrzunehmen, dass da Ängste sind, die blockieren das Denken, die blockieren die Haltung, aber wir sind Menschen, das gehört dazu. Und dass man sagt, okay, das ist ein Zeichen, dass ich mich in Bewegung setzen will, dass ich mich auf was Neues einlassen will und dann sozusagen mit diesem offenen Geist auch neue Denkpartner mitzunehmen und in regionale Diskussionen zu gehen. Wenn wir jetzt noch einmal einen Schritt zurückgehen und wir betrachten nicht diesen Bedarf an neuen Sorten, sondern das Vorhandene, das die Landwirte schon produzieren, aber neu verarbeiten. Ich denke da jetzt an ein großes Kapitel auch in deinem aktuellen Buch Fermentation. Es gibt Betriebe, die bisher oder schon lang in Österreich vorhandene Kulturen neu verarbeiten, neue Verarbeitungsformen anwenden und ebenfalls fermentieren. Es gibt da natürlich weitere Möglichkeiten. Brauchen wir neue Verarbeitungsformen bekannter Produkte? Ja, brauchen wir auch. Gerade bei der Fermentation, das ist eine uralte Kulturtechnik. Wir kennen es ja gut. Wenn wir nur an Sauerkraut denken, das uns begleitet seit Jahrtausenden, wollte ich jetzt schon sagen, ja, seit Ewigkeit. Brot, Bier, Wein, ist alles Fermentation. Fermentation ist ein riesiger Bereich. Wir haben das irgendwie immer sehr traditionell eng gehalten und hier bedurfte es der nordischen Küche, der nordischen Länder, die mit ihrer neuen nordischen Küche einen innovativen Blick auf die Region geworfen haben
die nordische Küche gesagt hat, okay, wir wollen nicht mehr das Beste importieren, sondern wir schauen, was es in der Region gibt. Und mit diesem langen Winter ist eigentlich die Produktvielfalt theoretisch sehr gering. Da muss man genauer hinschauen, um zu sehen, dass es auch sehr viel Wild Food gibt, sehr viel eigenartige Vielfalt, zum Beispiel 30 verschiedene Krähensorten und irrsinnig viel Apfelsorten und Erdäpfelvielfalt. Und daraus neue Produkte zu entwickeln, ist wirklich ein Akt der Innovation. Und die haben das mit Hightech und Uni und Forschung gemeinsam weiterentwickelt. Also hier hat die Regionalität einen irrsinnigen Boost erfahren. Die nordische Küche war auch jene, die sich ganz intensiv mit Fermentation auseinandergesetzt hat. Aber die hat sozusagen einen weltweiten Blick gemacht. Die hat geschaut, was wird in Mexiko, was wird in Australien, was wird in Asien fermentiert. Und hat sozusagen diese vielen Traditionen reflektiert und viele Inspirationen für die eigene Tradition gefunden. Und das sind die wichtigsten Ansätze, weil Zukunft braucht Herkunft. Wir müssen unsere eigenen Wurzeln mitnehmen. Aber wir können voneinander lernen. Und so entstehen ganz neue, eben nicht mehr Sojasoßen, weil nicht Soja verarbeitet wird, sondern eben Kürbis. Und ganz spannende sensorische Welten und auch ganz neue Ressourcen. Fermentation ist ein riesiges Spielfeld und es ist eigentlich, es gibt fast nichts, was man nicht fermentieren kann. Das heißt, das ist eine riesige Chance, um die eigene Produktvielfalt aufzumachen, und das ist ein riesiges Thema, um auch neue Produkte zu entwickeln, die es leichter machen, sich pflanzlich zu ernähren. Also wir haben schon gesagt, Fleisch verliert die Rolle als Leitsubstanz. Das wird über Jahrzehnte, wird der Fleischkonsum einfach langsam abnehmen und neue Alternativen den Markt erobern. Aber es wird, ich kann mir uns nicht als Veganer vorstellen, das ist nicht die Zukunftsvision. Aber wir können mit viel weniger Fleisch und tierischen Produkten leben. Und was wir dann an pflanzlichen Produkten brauchen, da ist noch viel Platz für Innovation und auch für Gewürzsoßen und Pasten, aber auch an neuen Gemüse- und Getreideprodukten. Und da ist Fermentation ein ganz tolles Tool, um hier mehr Vielfalt hineinzubekommen. Was ich auch spannend finde, ist, wie man mit Food Waste umgeht, also den ganzen Abfall. Wir dürfen nicht vergessen, noch immer schmeißen wir ein Drittel der Ernte weg. Es ist natürlich hochgradig spezifisch bei einigen Lebensmittelgruppen mehr als bei anderen, aber das ist eine enorme Verschwendung, die wir gerne in Kauf nehmen, um die Effizienz zu fahren. Und ich glaube, hier brauchen wir auch viel innovative Ansätze, viel Hirnschmalz und Innovation, um das einzudämmen und hier diese Ressource zu nützen. Und auch da kann Fermentation eine Rolle spielen. Könnte eine Antwort für die Lebensmittelverschwendung auch sein, dass man nicht mehr frisch an den Verbraucher liefert, sondern beispielsweise in getrockneter Form, so dass der Konsument sich das zu Hause lagern kann? Also die Sehnsucht nach Frische und Naturnähe ist wohl eine der stärksten und ältesten in unserem Kulturraum. Frische ist ein Wert an sich. Und die Antwort kann nicht sein, dass wir Produkte für die Ewigkeit produzieren, sondern im Gegenteil, dass es uns gelingt, die Frische schneller und leichter an die Konsumenten oder an die Gastronomie zu bekommen. Und auch hier bedarf es immer wieder regionaler neuer Lösungen. Das wird meistens sehr zentral organisiert und ich glaube, wir brauchen hier regionalere Kreisläufe, die funktionieren, weil Frische ist an sich die höchste Qualität und eine alte Sehnsucht. Und da ist auch viel Wertschöpfung, während das hochgradig Verarbeitete, das ewig lang in den, das ist sozusagen ein langes Shelf-Life, also eine lange Lebenserwartung in den Regalen hat. Das ist zwar sehr praktikabel und für Notzeit noch gerne eingelagert, aber da ist weniger Wertschöpfung. Da ist die Konkurrenz einfach sehr groß. Da sind wir wieder bei der Globalisierung. Frisch ist etwas, was nur regional zu lösen ist. Und da geht es auch um Herkunft und um Storytelling und um qualitative Wahrnehmung. Da geht es um Vertrauen. Da geht es
wirklich um ganz starke Sehnsüchte, die wir viel besser bedienen können. Du hast den Begriff Snackification geprägt. Welche Antwort kann die Landwirtschaft bieten auf diesen Trend? Snackification beschreibt den Wandel der traditionellen Mahlzeitenstruktur, der auf vielen Ebenen spürbar und sichtbar wird. Da geht es darum, dass traditionell das Mittagessen dreigängig unsere Hauptmahlzeit war und das Abendessen eigentlich immer was Kleines, Kaltes war, und es hat sich total umgedreht. Für große Teile der Gesellschaft ist das Abendessen die Hauptmahlzeit und warm, und mittags ist es kleiner geworden. Aber auch mittags, noch vor 20, 30 Jahren, konnte man zwischen 11:30 und 13 Uhr praktisch über 80% der Österreicher am Esstisch wähnen. Das hat sich auch massiv verändert. Je nach Arbeitswelt wird immer spontaner entschieden, was ich wann wo esse. Corona hat es zwar eingebremst, aber in Teilen der Gesellschaft kommt es wieder zurück. Das heißt, wir entscheiden eigentlich immer spontaner, was wir wann wo essen. Und dafür braucht es, ist mächtiger geworden, und Gesundheit heißt immer frische und pflanzlich. Und wenn man sich im Supermarkt umschaut, was es hier an Antworten gibt, dann ist es hochgradig verarbeitet zum Teil. Aber wir sehen auch, dass frische Convenience-Gerichte zugenommen haben, weil das ist ein riesiger Bereich, aber auch die Gastronomie hat nicht nur die Öffnungszeiten regional adaptiert, sondern bietet hier auch eine Vielfalt an verschiedenen kulinarischen Antworten. Das heißt, für die Landwirtschaft ist Snackification ein bisschen tricky, weil gerade der landwirtschaftliche, der ländliche Raum eigentlich noch Traditionsträger ist von sehr traditionellen Mahlzeitenstrukturen. Die kommen ja aus der Landwirtschaft. Also das Mittagessen signalisiert ja auch den Zeitpunkt, wo man weiß, okay, der Vormittag mit den und den Arbeiten ist abgeschlossen und am Nachmittag steht jetzt das an. Also die Mahlzeiten haben immer die Arbeitsabläufe im agrarischen Bereich strukturiert. Deswegen ist der landwirtschaftliche Raum auch so ein Traditionsträger. Aus dieser Position heraus ist es schwierig, Antworten zu finden. Das heißt, da muss man sich mal in städtische Umfeld begeben, um zu sehen, was es hier an Innovation gibt zum Thema Speisen und Mahlzeiten, die ganz schnell serviert werden können. Also da geht es um vorgekochte Getreide oder Getreidearten oder Pseudocerealien, die ganz schnell zubereitet werden können. Da geht es um neue Gemüse, ganz neue Gewürzmischungen und trotzdem frische. Da holen wir uns viele Anleihen aus der Levante-Küche, also die erweiterte mediterrane Raum. Da tut sich sehr viel, aber das sind ganz andere Geschmacks- und Speisewelten. Das heißt, da muss man vielleicht mal eine Trendreise machen. Da muss man sich einfach hinauswagen in andere kulinarische Welten, um zu schauen, was passt zu mir. Wir neigen uns dem Ende zu. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Würdest du heute einen landwirtschaftlichen Betrieb gründen oder bekommen? Was würde auf deinen Ackerflächen wachsen? Beziehungsweise, was würdest du in deinem Stall stehen haben? Also ich bin Hobbygärtnerin. manchmal hätte ich gerne Hühner mit verschiedenfarbigen Eiern, weil ich drauf gekommen bin, dass die zum Teil wirklich auch anders schmecken. Aber da bin ich Laie. Wenn ich hier einsteigen, also was ich mir wünschen würde, ist, Produkte mit mehr Vielfalt aus der Region. Ich bin eine Waldviertlerin und lebe in Wien. Und in Wien habe ich auf den Märkten einfach eine enorme Vielfalt an verschiedenen Gemüsesorten, die ich am Land kaum finde. Und wir haben zum Beispiel im Südtirol, wo sozusagen die italienische Esskultur an die Alpen stößt, wahnsinnig viel Bittergemüsearten. Sehr viele grüne Blattgemüse, die so langsam in Wien Fuß fassen, aber das ist kaum zu finden am Land, und das sind für mich so ganz spannende Aromen, wo man so schön neue Gerichte machen kann. Ich würde mir wünschen, dass wir viele Anregungen bekommen, wie man mit auch die Vielfalt von Wurzelgemüse, das ist bei uns oft noch unter den Wert geschlagen, auch die ganze Vielfalt an Kohlarten
Oder auch bei den Erdäpfeln haben wir eigentlich eine traurige Entwicklung genommen. Da gibt es nur mehr vorwiegend festkochend. Und das ist keine Spezialisierung. Aber um hier wieder mehr Wertschätzung zu bekommen, braucht es auch Rezepturen, die passend sind zu unserem Arbeits- und Lebensalltag. Und da sind wir bei der Kochkultur. Wir können entweder in Richtung höheren Convenience-Grad gehen, dann sind wir aber bei verarbeitet, oder wir können es den Konsumenten leichter machen, dass er sich was zubereiten kann. Und da braucht es aber neue Rezepturen. Und wir sehen zum Beispiel im ländlichen Raum, dass die Gastronomie noch sehr fleischlastig ist, einfach weil auch den Köchen dort die Fantasie fehlt, was sie kochen, wenn sie das Fleisch weglassen oder reduzieren. Und da braucht es viel Innovation und Inspiration und wirklich eine Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass man, wenn man sich anschaut, wo aktuell die Kochbuchtrends entwickeln, wo die Haubenköche versuchen, mehr Gemüse einzubauen, neue Lebensmittel, Verarbeitungstechniken, nährstoffschonend, sensorisch, super spannend und vielfältig. Das ist wirklich hochgradige Innovation, und sich dazu inspirieren zu lassen, sozusagen unsere eigene Esskultur weiterzuschreiben, zukunftsfitter weiterzuschreiben für die Zukunft, wo wir nicht mehr täglich Fleisch essen werden und wo die Zukunft nicht nur Knödel und Nudeln sein kann, sondern auch hier brauchen wir viel mehr Gemüsegerichte und Fantasien, was wir machen können. Es gibt viele Gemüsesorten, die man auch sehr gut lagern kann und die man eigentlich sehr schnell im Rohr zubereiten kann. Aber dafür braucht es mehr Innovation, mehr frische Convenience, mehr Auseinandersetzung mit Sorten, um zu schauen, welche sind besser lagerbar unter den aktuellen städtischen Kleinhaushalten. Wie kann man die frische Convenience weiterentwickeln, dass man sozusagen hier wirklich Lösungen anbietet, weil das klassische Kochen sozusagen von den rohen Ausgangsprodukten, das ist ein Phänomen, das nur Teile unserer Gesellschaft im Alltag noch leben, Tendenz sinkend, nämlich im Alltag. Andererseits haben wir sehr viele junge Zielgruppen, die wieder anfangen zu kochen, aber das ist nicht das Versorgungskochen, sondern es ist Kochen mehr als Hobby und Spaß und als Kreativität. Und dieses unregelmäßige Kochen braucht viel mehr Information und Inspiration. Und diese Welten zu verbinden, da ist noch ein Riesenpotenzial. Vielen Dank, Hanni Rützler, für das Gespräch. Ich danke auch. Wir verabschieden uns aus dem dritten Farm-Up-Talk. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es auch im Newsletter Trendradar, welchen ihr auf der Detailseite dieser Podcast-Episode findet. Der nächste Farm-Up-Talk erscheint im Frühjahr 2023. In der Zwischenzeit bietet euch www.meinhof-meinweg.at eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Inspiration. Stöbert in der Betriebssuche, um mehr über innovative Betriebe zu erfahren. Überprüft eure Idee im Ideencheck und denkt dran: In jedem Bundesland gibt es eine Innovationsberaterin oder einen Innovationsberater, die oder der euch beim Finden und der Umsetzung der zu euch passenden Idee begleitet. Bis bald!